warum der Kauf eines Bio-Apfels unser Klima schützt. Präsentiert Ihnen Bio Austria, der Verband österreichischer Biobäuerinnen und Bauern. Wer einen Bio-Apfel kauft, tut das in erster Linie, weil er schmeckt, viel positive Inhaltsstoffe hat und keine Pestizide. Ist es nicht schön, dass er damit auch gleich einen ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet? Wie das? Weil er mit seiner Kaufentscheidung eine Landwirtschaftsform unterstützt, die auf energieintensive Düngemittel und Pflanzenschutzmittel verzichtet, also hilft, fossile Brennstoffe zu sparen. Eine Landwirtschaftsform, die durch schonende Bewirtschaftung gesunde Humusböden aufbaut. Stallmist und Kompost verbessern die Eigenschaften des Erdreichs. Kulturpflanzen wie Kleegras und Luzerne bauen wertvollen Humus auf. Wem das etwas bringt, außer den Bauern? Uns allen, denn durch den Verzicht auf schnelllösliche Dünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sparen heimische Biobäuerinnen und Bauern jährlich 150.000 Tonnen CO2 ein. Das ist so viel, dass ganz Dänemark mit Handys ausgestattet werden könnte. Zudem speichern humusreiche Böden in ihrem Inneren CO2. Bestehende Bioböden 60.000 Tonnen pro Jahr. Damit könnte die Bierproduktion und dessen Konsum für knapp 1 Million Österreicher und Österreicherinnen ausgeglichen werden. Würde die gesamte österreichische Landwirtschaft nach biologischen Prinzipien wirtschaften, könnten 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das ist mehr, als ein Viertel der gesamten Waldfläche Österreichs speichern kann. Nicht schlecht, oder? Und mit dem Kauf eines Bio-Apfels trägt man ein Schärflein dazu bei. Diesen Tipp präsentierte Ihnen Bio Austria, der Verband österreichischer Biobäuerinnen und Bauern.